Es ist 19.30 Uhr. Hier ist das Nordmagazin. Für uns in Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen zum Nordmagazin. Ihnen allen einen recht schönen guten Abend. Dazu gleich mehr nach den Nachrichten. Die hat jetzt aber erst einmal René Steuler für Sie. Guten Abend. In Güstrow hat Bildungsminister Henry Tesch die Landessieger des diesjährigen Schülerzeitungswettbewerbs ausgezeichnet. Insgesamt nahmen 36 Schülerzeitungen daran teil. Die Jubiläumsausgabe des Stichlings aus Bad Doberan gewann den Landespreis in der Kategorie Gymnasien. Außerdem kam sie beim diesjährigen Bundesschülerzeitungswettbewerb auf den 3. Platz. Tesch zeichnete die besten Schülerzeitungen des Landes in den verschiedenen Schulformen aus. Redaktionen aus Grundschulen, Förderschulen und Regionalschulen bekamen Urkunden und Preisgelder für die Redaktionskasse. Wir hier im Nordmagazin wünschen Ihnen natürlich einen schönen Abend. Tschüss, bis morgen. Tschüss, bis morgen.